Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Und zwar widmen wir uns heute Dubaro mit dem Kreativecke 1600 PC. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich mir dazu von Kreativecke das Video angucke und darauf auch irgendwie reacte. Ich habe das noch nie gemacht, das wird jetzt das erste Mal sein. Wenn es euch gefällt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es auch in die Kommentare, weil dann unterlasse ich das in Zukunft. Für die, die das nicht interessiert, die Reaction, ihr könnt einfach unten in den Timestamps rüberspringen. Da wird ganz normal hinter der PC auseinandergenommen. Dann schauen wir mal, ob sich das lohnt. Jetzt starten wir jetzt erstmal das Video. Das ist von Kreativecke, 354.000 Abonnenten, also ziemlich großer YouTuber, was Hardware angeht. Und ich werde das Video immer wieder stoppen und dann da was zu sagen. Je nachdem, ich habe mir das natürlich auch schon angeguckt, ein bisschen was vorbereitet. Und dann schauen wir mal. Viel Spaß. Wisst ihr Leute, so langsam nervt es mich. So langsam bin ich einfach nur noch genervt davon, in jedem zweiten Video sagen zu müssen, dass der Hardware-Markt im Arsch ist, weil Grafikkarten mittlerweile höher gehandelt. Man muss dazu sagen, ich habe solche Wörter wie Arsch und Scheiße immer rausgepiept. Muss ich scheinbar in Zukunft nicht mehr machen. Sehr gut. Werden als Gold. Aber das Schöne ist, ich darf euch heute einen Rechner präsentieren, den ihr zumindest momentan noch kaufen könnt. Und angesichts der aktuellen Lage ist der auch noch wirklich gut. Und genau den schauen wir uns jetzt an. Ah, komm, das ist schon satisfying mit diesem ganzen Folie abziehen. Ich mach das auch sehr gerne. Er weiß schon, warum er das tut. €1500. Das ist viel Geld für einen Gaming-PC, keine Frage. Und aktuell werdet ihr für das Geld auch kaum was anderes bekommen, aber für den Preis ist der PC, den ich euch heute vorstellen darf, es meiner Meinung nach wert. Zumindest wenn wir uns mal überlegen, was Grafikkarten heutzutage kosten. Der Rechner, den ihr hier seht, ist auch bei meinem Partner Dubaro auf meiner Kreativecke Freitagsangebotsseite genau in dieser Form verfügbar und davon habe ich mir mal ein Exemplar geliehen, um euch... Nur mal so, falls sich jemand wundert, ich habe einen Screenshot davon gemacht, den blende ich auch gleich nochmal ein, weil der Preis hat sich geändert, das ist aber dasselbe System. Mal zu zeigen, was ihr da aktuell eigentlich für roundabout 1500 € bekommen würdet. Daher steht da oben auch Werbung, denn das, was ich euch heute präsentiere, ist eben ein PC, den ich für euch konfiguriert habe und den ihr fertig kaufen könnt. Die Basis dieses Gaming-Rechners ist der Ryzen 5 5600X. Bei der Konfiguration habe ich mich ganz bewusst für eine Ryzen CPU der neuesten Generation entschieden, weil die einige Vorteile mit sich bringt, gerade wenn ihr auch noch in Zukunft mit hohen Frameraten zocken wollt und bei einem Budget von 1500 € sollte man auch in einige Jahre investieren. Ja klar, also der 5600, der ist nicht schlecht. Es ist halt so, für 1500 € ist auch okay, ist angemessen. Ist natürlich die Einsteigerklasse in der 5000er Serie. Er hätte jetzt auch einen 3.8er nehmen können, 3.7er, 3.6er. Das gibt es auch noch in den Fertig-PC-Sektoren, das wisst ihr ja. Aber der 5.6er ist zur Auswahl schon ganz gut. Ich persönlich habe den 5.8er drin, brauche ich auch zum Streamen, Rendern und so. Das kann der 5.6er auch, aber nicht so schnell, ne? Klar. Genauso wie der 3600, 2600 und 1600er Ryzen hat der 5600X zwar 6 Kerne und 12 Threads, allerdings ist der entscheidende Punkt hier die deutlich gestiegene Single-Core-Performance. Weil einerseits bekommt ihr hier einen Boost-Takt von 4,6 GHz und in einigen Benchmarks steht er, was die Single-Core-Performance angeht, sogar besser da als das aktuelle Gegenstück von Intel, also der Intel Core i5-10600K. Mit den 6... Das muss man auch noch dazu sagen. Es war immer so, dass Intel in der Single-Core-Performance immer besser war als AMD. Das wendet sich jetzt gerade so ein bisschen. Finde ich auch sehr gut. Also AMD war in Multicore schon immer besser als Intel. Also was heißt immer meistens, ja. Und jetzt wendet sich das Blatt so langsam. Viele sagten immer, nimm Intel zum Zocken, Single-Core-Performance super und so. Ah, erinnert sich. Kern und 12 Threads seid ihr allerdings gleichzeitig auch gut gerüstet für viele Multicore-Sachen wie Rendering und Streaming. Da ich aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ein bisschen oben halten wollte, habe ich mich dann für ein relativ günstiges Mainboard entschieden mit dem MSI B550A Pro. Er will das Preis-Leistungs-Verhältnis hochhalten, nimmt aber ein günstiges Board. Okay, also man muss dazu sagen, B550 schon mal wichtig, klar ist ein 5000er Ryzen, er hätte auch jetzt ein B450 nehmen können mit Update. Es gibt Hersteller, die unterstützen das, wenn du ein BIOS-Update machst, dass du dann 5000er drauf rennen lassen kannst. Da hast du halt das Problem, dass kein PCI Express 4.0 am Start ist. Wenn du jetzt als Grafikkarte zum Beispiel eine 6700 XT nimmst
und dann einen Ryzen 5000, aber auf einem B450-Board, dann ist das quasi nicht PCI Express 4.0 und dann funktioniert auch das Smart Access Memory nicht. Wer sich dafür interessiert, kann das gerne mal googeln. Das ist auf jeden Fall eine Leistungssteigerung. Das Board an sich, ja, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Es ist immerhin ein großes Board, hat er darauf geachtet, finde ich gut. Ihr habt viele Erweiterungsmöglichkeiten, klar. Es ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit einem MSI Tomahawk oder Asus ROG B450F Gaming oder ähnliches. Es ist als Einsteiger-Ding, genauso wie der Ryzen 5600, eigentlich eine gute Wahl, ja. Das ist okay. Oh. Gerade mit dem Ryzen 5 5600X kommen die 7 Phasen des Boards ganz gut zurecht. Die Spannungswandler sind hier gekühlt und die Ausstattung ist okay, wenn auch nicht High-End mit einmal USB-C 3.1, einmal USB-A 3.1, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0, HDMI, DisplayPort, Gigabit-LAN und Klinke. Das ist mir, wo ich das Video das erste Mal gesehen habe, das hat mich schon irgendwie aufgeregt, ne? Also er macht so diese Nahaufnahmen, er hat eine übelst gute Kamera und auch diesen Zeitverlauf und so weiter, ne? Und dann macht er die Blende nicht sauber, die I.O.-Blende. Der überall, also du könntest davon jetzt quasi seine Fingerabdrücke nehmen, ne? Wenn ihr einen Tatort macht oder so, dann nimmt seine Fingerabdrücke einfach von dem Gehäuse hier. Nein, ist okay. War nur so als Gag zu verstehen. Also es hätte ruhig mal drüber gehen können, aber ist egal. Mit dem Lappen oder so. DisplayPort, Gigabit-LAN und Klinke. Beim RAM habe ich auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet und euch hier ein 16 GB Kit G-Skill Aegis reingeschmissen, allerdings mit einer ordentlichen Geschwindigkeit von 3200 MHz CL16. RGB-Beleuchtung beim RAM gibt es hier leider keine, aber das Schöne ist, bei Dubaro könnt ihr jeden Rechner nochmal... Also scheiß mal auf RGB-Beleuchtung, ja? Also ich finde es auch cool, klar, aber muss nicht sein. Aber warum wieder Aegis? Ich lutsche das Thema jetzt nicht aus. Also 3200 MHz ist genau richtig für diesen Prozessor, das ist ja der 5600er. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, den 5800er genommen hättet, dann wären es 3600 oder sogar 4000 MHz. Das unterstützen die auch offiziell. Ob das dann wirklich so läuft auf dem Board, ist wieder eine andere Frage. Er ist passend gewählt vom Takt, aber ich hätte mir zumindest die Ripjaws gewünscht. Ich habe gegen G-Skill jetzt nicht direkt was, sondern nur gegen die Aegis. Aber wisst ihr ja, ist ja auch egal. Wir lassen mal weiterlaufen. Nachkonfigurieren und mit einem Aufpreis von 34,90 Euro könnt ihr euch beispielsweise den G-Skill Trident Z Neo reinhauen. Und der hat dann... Dann mach's doch! Das kann doch nicht so schwer sein, die 40 Euro da jetzt eben noch zu investieren. Meine Güte. Auch eine richtig geile Beleuchtung, versteht ihr? RGB. Was ihr aber auch bekommt, ist eine schicke NVMe-SSD mit der Patriot P300, die zwar keine Rekorde bricht in Lese- und Schreibgeschwindigkeit, aber doch ordentlich abliefert. Fürs System und einige Spiele sind 500 GB erstmal ausreichend, aber auf Dauer sollte man da ein bisschen aufrüsten oder sich gleich nochmal für ca. 40 Euro eine 3,5 Zoll Festplatte reinkonfigurieren. Ja, gut, also die P300 ist quasi so der Einsteiger unter den Einsteigern. Ja, da wärt ihr mit einer Crucial P1 500 GB auf jeden Fall besser dran. Die ist noch einen Ticken schneller. Ich glaube, das Ding hat irgendwie um die 1700 MB Lesen Schreiben und die Crucial hat 2000. Ist jetzt nicht schlimm. Und wie er auch schon sagt, vielleicht eine HDD sogar nachrüsten. Ich würde wahrscheinlich sogar eine SSD nachrüsten, wenn es das Board denn hergibt. Müssen wir gleich nochmal schauen. Ja, gut, 500 GB, ihr müsst mal überlegen. Wenn ihr jetzt hergeht, ihr installiert Windows und jetzt Discord-Treiber, Nvidia Experience oder sonst irgendwas, ja, dann, also die 512 sind realistisch schon mal gar nicht da, weil die Hersteller, die rechnen mit 1000 MB pro Gigabyte. In Wirklichkeit sind es rechnerisch 1024. Das heißt, da geht euch schon mal eine Menge flöten. Das, ich sag mal, von 512 bleiben 490 übrig. Ziehe ich jetzt aus der Luft, kann ich jetzt gerade nicht nachgucken. Und dann noch Discord und Windows und so weiter drauf, dann habt ihr vielleicht noch 450 übrig, 440. Und dann installiert ihr Call of Duty Warzone, Dead by Daylight und vielleicht noch ein anderes Game, dann ist das schnell weg. Ihr kommt damit erstmal zurecht, klar, ihr könnt aufrüsten, das Board ist dafür auch bereit. Ein Terabyte hätte es aber ruhig schon sein dürfen. Ich meine, ich komme noch aus einer Zeit, da habe ich 128 GB SSDs verbaut in Rechnern, weil die gerade neu waren und teuer. Mittlerweile sollte man da schon ein bisschen mehr investieren, ne? Ihr seht auch hier den Sprung, die Patriot P300, die kostet dann 14,90 Euro weniger. Das heißt, effektiv seid ihr, ich ziehe das jetzt auch so aus der Luft mal, so 30 Euro teurer hättet ihr einen Terabyte gekriegt, ne? Ja, schade. Egal. Jetzt kommen wir aber zum sensiblen Part, der Grafikkarte. Denn letzte Woche wurde ja die RX 6700 XT auf den Markt gebracht und einen Tag später war dieses nette Kärtchen instant ausverkauft. Das stimmt nicht. Das muss man so sagen, das stimmt tatsächlich nicht. Die wurde released, dann war sie für 2 Tage, glaube ich, weg. Also wurde weggekauft von den ganzen Bots. Ihr kennt das ja, das Spielchen mit den Grafikkarten. Und dann war sie aber wieder verfügbar. Natürlich nicht zu UVP. Die UVP liegt so bei 450, 500 Euro, denke ich.
Und die ist aktuell für 900 im Markt und das war sie permanent. Also ich habe meine auch für 900 gekriegt, teilweise kriegt ihr sie für 850, je nachdem, wo ihr guckt. Und tut mir einen Gefallen, nicht immer die Preisvergleichsportale benutzen, das machen nämlich alle. Geht einfach mal direkt zum Beispiel auf Notebooks Billiger und guckt da jeden Tag um 12 und 16 Uhr mal rein, weil dann kommen die neuen Lagerbestände. Und dann kann es auch sein, dass ihr so ein Ding mal für 850, 800 € kriegt. Also wirklich ausverkauft war die nie, muss man so sagen. Die ist immer mal wieder verfügbar, ihr kriegt sie auch bei jedem Fertig-PC-Hersteller. Er sagt, die war ausverkauft, ja gut. Wenn man jetzt auf ein spezielles Modell geht, wenn, sagen wir, ihr wollt eine Asus TUF oder eine Gigabyte oder was weiß ich was, oder eine Gainward Ghost, irgendwie sowas in der Richtung, dann wird es natürlich eng. Aber wenn ihr flexibel seid, was den Hersteller angeht, dann ist das eigentlich kein Problem, eine zu kriegen. Übrigens GG an alle, die noch eine bekommen haben, aber wenn man sich die Karte jetzt kaufen will, findet man gebraucht völlig überteuerte Custom Designs und hier kommt die gute Nachricht. Dubaro hat noch einige Karten auf Lager. Ein bisschen schade ist die Tatsache, dass ihr euch nicht dieses spezielle Custom Design hier auswählen könnt, zumindest nicht ohne Aufpreis. In der Beschreibung steht eben nur RX 6700 XT und dann in Klammern beliebiger Hersteller. Mit einem Aufpreis könnt ihr dann noch das spezielle Custom Design auswählen, aber ey, ich glaube jeder, der aktuell überhaupt eine Grafikkarte bekommt, kann sich glücklich schätzen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das im März war. Man kriegt die Grafikkarten immer. Dann ist die Frage, wie viel Geld man in die Hand nehmen möchte. Und da ist natürlich Quatsch, da das Dreifache der UVP zu bezahlen. Also man kriegt sie schon. Und vor allen Dingen die hier, klar, die hat 100% Aufschlag, aber so kriegst du sie. Das ist einfach so. Und in dem Rechner, den ich gerade hier stehen habe, ist eine XFX Merc 310 Black verbaut und wow, dieses Teil ist einfach nur riesig. Ich meine, schaut euch mal an, wie diese Grafikkarte den Innenraum des Rechners füllt. Wenn ich jetzt gepartnert bin mit einem PC-Hersteller und ich bestelle einen PC beziehungsweise ich schreibe die an oder lasse das Management die anschreiben und sage, ich möchte einen PC haben, dass ich den meinen Zuschauern vorstellen kann. Dann, wenn ich jetzt PC-Hersteller wäre, dann würde ich auch so eine dicke Grafikkarte nehmen. Dann sage ich mir nämlich, oh, der macht ein Video darüber, der hat eine Reichweite von, jetzt in dem Fall 100.000 Aufrufe, ja. Dem bauen wir was Schönes da rein. Und jeder andere Kunde bekommt dann so eine mit zwei Lüftern oder was, das, was nicht schlecht ist. Es ist nicht schlimm. Der Chip ist derselbe. Aber er träumt jetzt von diesem Design und ihr bekommt halt wieder was anderes, weil beliebiger Hersteller, ne? Es sei denn, ihr bezahlt Aufpreis. Ja, also das ist genauso wie diese Autos, die sie bei ADAC oder Motorsport oder so immer schön in den Test reingeben. Die haben immer Vollausstattung, immer. Da, die schreiben nie, wir fahren gerade das Auto in der Grundausstattung. Die kriegen immer Vollausstattung. Das sagen die dabei, klar. Aber das wird bei den Grafikkarten nicht anders sein. Das würde ich auch so machen als PC-Hersteller. Ich will, dass das Ding möglichst gut dasteht und dann baue ich ihm was Dickes da rein. Ne? So ist es halt. Monster trifft es hier eigentlich ganz gut, denn der Kühler ist echt massiv, weshalb ich davon ausgehe, dass die Kühlleistung natürlich bombastisch ist und ein bisschen RGB-Beleuchtung gibt es dann auch noch obendrauf. Eigentlich eine ziemlich coole Karte und die RX 6700 XT, das habe ich ja auch schon in meinem Review gezeigt, ist eigentlich die perfekte Grafikkarte für 1440p mit hohen bis teilweise sogar maximalen Settings. Das Netzteil ist hier zu... Muss ich auch sagen, die Grafikkarte ist top. Ist jetzt dann egal, welcher Hersteller, wie gesagt, der Chip ist derselbe. Die habe ich selber. Ich spiele damit Overwatch auf 300 FPS, überhaupt kein Problem. Und das ist die Einsteigerkarte in der 6000er-Serie. Danach kommt noch die 6800, 6900. Das Ding, das rennt wie Sau. Also wenn ihr euch mal irgendwann einen PC zusammenstellt, beziehungsweise einen seht, wo die drin ist, mit einem Ryzen 5000 zusammen, nach Möglichkeit noch ein B550-Board oder X570, nehmt die ruhig. Kein Problem. Das ist zwar nicht High-End, ja, aber ich sehe es dann auch nicht ein, in dem Sinne 150 oder 200% Aufschlag für eine, was weiß ich, GTX 3080 oder so zu 230,90. Totaler Quatsch. Zuverlässig mit dem System Power 9 mit 700 Watt und 700 Watt sind auch mehr als genug für diesen Rechner und beim Case habe ich mich für etwas... Für diesen Rechner, ja. Wenn ihr irgendwann auf die Idee kommt, eine 3090 einzubauen, das könnte noch klappen, ja. Aber gut, wenn ihr jetzt den kauft, ihr werdet jetzt wohl kaum 2.000 € für eine Grafikkarte ausgeben. 700 Watt reichen, ist vernünftig auf jeden Fall, ja. Unauffälliges, aber durchaus wertiges entschieden, und zwar das Kohling Stronghold. Denn das ist ein ATX-Case mit immerhin einer Netzteilabdeckung, einem Echtglas-Seitenteil und für einen Preis von 40 € auch noch einer sehr geilen Verarbeitung. Es gibt Leute, die stehen auf dieses cleane Design. Ich habe auch ein cleanes Gehäuse, mehr oder weniger, auch mit Seitenscheibe und so. Ich kann jetzt dazu nicht viel sagen. Ich hatte es noch nie in der Hand, wie die Verarbeitung ist. Ich glaube ihm da einfach mal, es sieht gut aus, ja. Für 40 € kannst du nicht meckern. Ja.
Allerdings ohne Beleuchtung und da muss halt jeder für sich entscheiden, ob er sich dann nicht ein etwas auffälligeres Case für einen kleinen Aufpreis holt. Und das wären dann alle Einzelteile, die in diesem 1500 Euro Fertig-PC verbaut sind. Achtung, es ist ein 1500 Euro Fertig-PC, den man so auf Geizhals eigentlich gar nicht nachkonfigurieren kann, weil man die Grafikkarte momentan nicht bekommt. Und ja, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo das Ding 1500 Euro gekostet hat, stimmt das. Ich habe mir die Preise rausgesucht von dem Datum, beziehungsweise plus minus zwei Tage, ja, man kann nie so ganz genau gucken. Da sind wir auf 1686 Euro gekommen. Zu dem Zeitpunkt, da hat er wohl recht, das stimmt. Für den Preis zusammengebaut kriegt man das nicht hin. Klare Sache. Je nachdem, wie günstig Dubaro seine Grafikkarten einkaufen kann, kann es auch passieren, dass der PC irgendwann für 1400 Euro drin steht. Oder 1700. Und wer jetzt noch Monitor, Gaming-Maus, Gaming-Tastatur und Headset braucht, den... Ja gut, der Rest ist egal. Also ich denke, ich habe soweit alles gesagt. Er macht hier noch ein paar FPS-Tests, die auch gut ausgefallen sind. Klar, die Grafikkarte und der Prozessor, die reißen das raus. Und ich würde mal sagen, wir schwenken jetzt einfach über und nehmen das Ding mal auseinander. So, da wären wir auch schon. Hier ist der Kreativ-Ecke 1600, der jetzt 1699 kostet. AMD Ryzen 5 5600X, dazu habe ich eben alles gesagt, guter Prozessor, kostet aktuell bei Geizhals 265 Euro, beziehungsweise bei Mindfactory kennt ihr ja schon. Ja, packen wir so einen Warenkorb, passt. Dann haben wir dazu den Standard Intel AMD Boxlüfter. Ja klar, habe ich auch so reingepackt natürlich, war die Box-Variante, der ist beim Prozessor mit dabei. Mainboard MSI B550-A Pro, das kostet bei Geizhals 118,50 Euro. Ja, das ist tatsächlich ja nicht so ein Mittelding, es ist in unterer Preiskategorie, jetzt nicht das günstigste, vor allen Dingen, weil es auch groß ist. Und ihr habt auch einigermaßen Erweiterungsmöglichkeiten. Ihr habt hier vier RAM-Slots, also das heißt, zwei werden verbaut, dann könnt ihr immer noch mit zwei weiteren erweitern. Hier drunter liegt die SSD, hier ist die Grafikkarte, hier habt ihr noch einen Erweiterungsslot für eine WLAN-Karte oder USB-Karte. Hier dasselbe nochmal, könnt ihr theoretisch auch eine zweite Grafikkarte reinbauen, was totaler Quatsch ist in der heutigen Zeit. Hier unten haben wir noch einen M.2-Slot, das heißt, wenn ihr die Speichermöglichkeiten erweitern wollt, ihr habt ja hier unter dem wahrscheinlich die 500 GB liegen, die 512, könnt ihr hier nochmal einen Terabyte oder zwei nachrüsten, weil ihr so eine Crucial P1 reingesteckt, festgeschraubt und dann ist gut. Ihr habt dann nochmal einen Erweiterungsport, ja, hier vorne die SATA-Anschlüsse und so weiter, also das passt schon soweit. Die Blende ist tatsächlich, obwohl er sagte, jetzt nicht so gut, aber ist schon gut ausgerüstet, finde ich. Also ein Board mit 7x USB, DisplayPort HDMI, was ihr natürlich nicht braucht. Das fällt weg, weil ihr habt keinen Prozessor mit einem G dahinter. Bei AMD ist es halt so, wenn ihr einen Prozessor mit einem G dahinter einbaut, habt ihr eine Grafikeinheit im Prozessor, dann könnt ihr darüber noch ein Bild ziehen, falls die Grafikkarte mal abbraucht. Oder ihn als Office-Rechner benutzen, was bei dem Preis natürlich Quatsch ist. Netzwerkanschluss, USB-C, ja hier die ganz normalen Audioanschlüsse. Wundert mich, dass die hier auch noch mit dabei sind. Normalerweise hat man nur die drei, also ist schon okay. Das passt soweit, das Board. Packen wir auch so in den Warenkorb. Dann die Grafikkarte, 12 GB AMD RX 6700 XT, beliebiger Hersteller. Ja gut, da habe ich jetzt auch einfach irgendeine genommen. Wir haben hier die Sapphire Pulse Radeon RX 6700. Die war tatsächlich jetzt mal vor kurzem bei 869 Euro und liegt jetzt schon wieder bei 1049. Jetzt habt ihr 150 Euro Differenz. Ich habe das Video vorbereitet vor zwei Tagen, da war der Preis noch so, seht ihr ja. Und jetzt ist sie teurer geworden. Das müssen wir hinterher so ein bisschen abwägen. Die springen sehr stark, die Grafikkarten. Aber reicht auch völlig aus. Zum Zocken ist ein super Ding. Packen wir so in den Warenkorb. Der Arbeitsspeicher 16 GB, 2x 8 GB Dual Channel, DDR4 G-Skill 3200 MHz AEGIS. Ja, ihr kennt meine Meinung dazu. Haben wir ja auch bei Geizhals 82,40 Euro. Packen wir so in den Warenkorb. Die Festplatte 512 GB Patriot P300. Wie gesagt, das Einsteigermodell in den M.2 SSDs mit PCI Express. Kostet bei Geizhals 50,40 Euro. Immer Mindfactory oben. Fällt euch das auf? Außer bei der Grafikkarte. Deswegen habe ich früher immer so gerne bei Mindfactory verglichen. Ja, aber packen wir so in den Warenkorb. Laufwerk ohne, klar, das ist dem Gehäuse geschuldet, braucht man heutzutage auch nicht mehr. Multimedia 7.1, das ist das, was ich meinte. Wenn ihr jetzt hinten nur diese drei Anschlüsse gehabt hättet, also Mikrofon, Lautsprecher und Line-In, wäre das mit 7.1 nichts geworden. Mit den anderen Anschlüssen geht das. Netzteil, 700 Watt Be Quiet System Power 9, ja, sehr solides Netzteil. Zum Glück hat er jetzt nicht irgendwie einen China-Böller da reingeknallt. Ne? Es gibt ja so Netzteile, da halte ich überhaupt nichts von. Be Quiet, habe ich Erfahrung mit, ist top. Kostet 63 Euro bei Mindfactory. Ich dachte gerade, das wäre zu teuer, aber wir haben sonst immer 600 Watt genommen. Das lag ja immer so bei 50 Euro rum. 63 Euro ist in Ordnung, packen wir so rein. Gehäuse, Kohling Strongholds schwarz mit Glasfenster. Gut, da kann ich euch nicht viel zu sagen. Ist ein cleanes Gehäuse, ihr habt genug Platz. Kostet 41,89 Euro, wie er in dem Video für 40 Euro quasi auch schon sagte. Ja, ist okay, packen wir in den Warenkorb. Betriebssystem, optional erhältlich, inklusive Installation. Ja,
Das hat er nicht gesagt im Video. Das heißt, ihr kriegt den PC nach Hause und könnt damit erstmal nichts machen, weil ihr kein Windows habt. Idealerweise habt ihr einen zweiten PC, wo ihr euch eben so einen USB-Stick fertig macht und dann Windows installiert, aber... Ja, das finde ich schade, ne? Also die 30 Euro, beziehungsweise die kriegen die Keys natürlich deutlich günstiger. Die kriegst du ja teilweise für einen Fünfer bei eBay. Dass sie das weggespart haben, finde ich ein bisschen schade. Service, 2 Jahre Garantie, Retourenschein und Reklamationsfall. Ja gut, das ist natürlich so, wenn irgendwas an dem System kaputt geht, müsst ihr den zurückschicken und dann wartet ihr ein paar Wochen da drauf. Wie es bei Dubaro ist mit den Reparaturzeiten, weiß ich nicht ganz genau. Ich bin Fan davon, ihr baut etwas selber. Ihr baut einen Rechner selber und ihr wisst dann zum Beispiel, ein RAM-Riegel ist kaputt. Konntet ihr über Trial and Error dann quasi herausfinden. Bei RAM zum Beispiel, ihr steckt dann einen raus, dann bleibt einer übrig, fährt der Rechner immer noch nicht hoch. Nehmt ihr den raus, packt den anderen wieder rein und wenn er dann hochfährt, wisst ihr, einer ist kaputt. Eiges. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ihr dann einfach neu RAM bestellt und den reinbaut und dann müsst ihr nicht wochenlang auf den PC warten. Ne? Ist ja auch blöd. Externe Anschlüsse, gut, das ist dem Mainboard geschuldet. Grafikkarte klar, Gehäuse auch klar. Ist schön, dass er so viele Frontanschlüsse hat, hat aber mittlerweile auch fast jedes Gehäuse. Die Zugabe landet wie immer im Müll und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1670,19 €. Jetzt scrollen wir nochmal eben durch. Das hier ist die Festplatte, da ist der Prozessor, hier haben wir den RAM, hier haben wir die Grafikkarte, hier haben wir das Mainboard, hier ist das Gehäuse und da ist das Netzteil. Ja, 1670 €, das System soll kosten 1699. Das ist insofern okay. Er wird ja zusammengebaut und landet dann bei euch. Jetzt ist nur halt die Sache, die Grafikkarte ist, wie gesagt, in den letzten 2 Tagen um 150 € nach oben gesprungen. Muss man wissen, wie viel einem das wert ist. Es ist nicht sonderlich schwer, so ein System zusammenzubauen. Wer ein bisschen Kenner hat und vielleicht das ein oder andere YouTube-Video guckt, wie man einen Rechner zusammenbaut, eventuell auch meins, aus meinem Stream, was ich da adaptiert habe auf meinem Kanal, ist glaube ich das 2. Video auf meinem Kanal, dann wäre es vielleicht günstiger, ein bisschen zu warten, dass die Grafikkarte wieder diese 150 € runtergeht, dann habt ihr eine Menge Geld gespart. So an und für sich ein gut konfiguriertes System. Hätte ich jetzt nicht anders gemacht, ich hätte vielleicht ein anderes Board genommen und natürlich anderen RAM, ihr kennt mich. Und eine andere Festplatte. Alles ein bisschen qualitativ besser oder sagen wir mal auch größer wie die Festplatte. Dann kommt ihr nicht auf 1700, sondern auf 1800. Ja gut, die 100 € hätte er vielleicht noch mit Dubaro so ein bisschen... Ne? Ich habe aber auch in den Kommentaren gehört, dass Dubaro nicht so ganz legit ist. Also beziehungsweise jetzt legit schon. Aber dass es mit denen wohl mal öfter Probleme gibt, was Versandzeiten und so weiter angeht. Die betrügen euch nicht. Ihr überweist das Geld dahin, ihr kriegt das System. Nur wann und wie die Reparaturzeiten sind. Wenn ihr Erfahrung damit habt, schreibt mir bitte auch nochmal in die Kommentare. Ich habe das beiläufig mitgekriegt. Mir wurde gesagt, Agando sei sehr gut, Dubaro sei mehr so. Und ich würde gerne wissen, warum genau. Und noch eine Sache, ich kriege wieder viele Systeme zugeschickt in den Kommentaren, in Discord. Und wenn ihr ein System habt, wo ihr wissen wollt, ob es gut ist, schreibt es bitte in Discord. YouTube löscht wieder. Ich kriege wieder Kommentare rein, die sind einfach weg. Joint wirklich dem Discord, stellt eure Frage in den dazugehörigen Channel und dann kann ich euch darauf auch antworten, beziehungsweise unser Moderator Crytek, der macht das auch ganz gerne. Der ist jeden Tag darauf unterwegs, also ihr kriegt auf jeden Fall schnell Hilfe. Bei mir ist das immer so eine Sache mit den Schichten. Und ich werde es nicht schaffen, all diese Systeme zu testen. Eventuell packe ich sogar mal 2 Systeme in ein Video, damit ihr da ein bisschen vorankommt. Aber ich habe so eine Liste. Und wenn jetzt einer sagt, hey, kannst du mir die Meinung sagen? In Discord kann ich euch eine Meinung dazu sagen. Aber ich kann jetzt nicht über jedes System Video machen. Das tut mir leid, ich muss halt nebenbei noch Vollzeit arbeiten. Auch an Wochenenden, da ist das immer ein bisschen schwierig. Aber ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, macht vielleicht sogar die Glocke an, wenn euch das wirklich alles interessiert, wenn die neuen Videos rauskommen. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.